Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Rasenmäher-Simulator. In der letzten Folge haben wir uns ja schon die stark begrenzte Demo-Version vom Spiel angeschaut. Und jetzt darf ich euch endlich das komplette Spiel zeigen und ich glaube, es wird großartig. Denn wir werden unseren Garten- und Landschaftsbaubetrieb natürlich aufs nächste Level heben. Wir werden mehr Mitarbeiter einstellen, neue Rasenmäher kaufen. Wir werden neue Headquarter beziehen und dafür auch Kredite aufnehmen. Ich freue mich schon drauf, ihr merkt es vermutlich. Und wie genau das alles funktioniert, das würde ich sagen, schauen wir uns nachher mal an. Wir starten erstmal mit einem ganz normalen Auftrag. Ihr seht, ich habe ein bisschen vorgespielt, denn ich habe einfach die Aufträge gemacht, die wir in der letzten Folge schon gesehen haben. Die wollte ich jetzt nicht nochmal zeigen. Das heißt, wir starten jetzt mit dem dritten Auftrag und haben wir drei zur Auswahl. Wir können hier einmal die Gärten machen, wir können dann noch die Weide bearbeiten. Und ihr ahnt, wofür ich mich entschieden habe. Wir können nämlich auch noch den Jefferson-Garten machen. Und was mich da überzeugt hat, das ist natürlich dieser Gartenzwerg hier. So, der Jochen, also ich selbst, bin hier auch schon zugeteilt. Und dann haben wir noch diesen Aufsitzrasenmäher. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Und dann geht's gleich los. Wie immer gilt, wenn es euch gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das ist unser Objekt. Ah, da kriege ich schon wieder zu viel, ne? Hals wie Oberschenkel, wenn ich sehe, wie viele Bäume hier gepflanzt sind. Dann noch irgendwelche Bänke oder Steine, die da liegen und so. Alles muss ich umfahren. Ja gut, starten wir rein. Ja, dann sammeln wir mal unsere Objekte hier auf. Ich habe mir vorhin auch noch die Kommentare unter der letzten Folge durchgelesen und es ist so herrlich. Teilweise, die sind zum Schreien, die Kommentare. Ihr wart so dermaßen witzig. Das war unglaublich. Ich muss da mal so ein kleines Best-of in den nächsten Folgen zusammenstellen. So, was haben wir hier noch? Ach, natürlich, ein Tennisball. Dann irgendwie so ein Ding für einen Hund, glaube ich. Oder vielleicht war es auch eine Suppenkelle. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier noch? Aber was ist das denn? Corpus Delicti. Stein oder was? Und zuletzt noch eine Zeitung. Ding. Gut, dann rennen wir mal schnell zu unserem Rasenmäher. Tanken mal schnell auf. Für 3,30. Was kostet die Welt? Müssen wir nochmal schnell die Messer austauschen vom letzten Einsatz. Ja, und dann steigen wir auf. Ich habe jetzt auch das Lenkrad angeschlossen. Das hat in der Demo-Version ja noch nicht funktioniert. Hui, das ist laut. Das hat in der Demo-Version ja noch nicht funktioniert. Das funktioniert mittlerweile. Es ist allerdings nicht ganz so gut. Also das Lenkrad hat relativ viel Spiel. Ja, ist jetzt nicht ganz optimal gelöst. So. Aber besser als nichts. Und es macht mit Lenkrad wesentlich mehr Spaß als mit der Tastatur. Das kann ich euch sagen. Also das ist kein Vergleich. So, was hatten sie jetzt hier geschrieben? Ich glaube 6 cm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? Ja, 5 bis 6. Da muss man sich immer merken. So, und dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein kleines Vorgewende, ne? So. Na, herrlich. Ich muss es nur ein bisschen leiser machen hier. Dann geht's mal los. Ach, ich lieb das Spiel. Ich lieb's. Ich habe mich ja in der letzten Folge auch so ein bisschen gewundert, dass man das hier alles mit dem Aufsitzrasenmäher machen muss. Da habt ihr mir auch ein paar Tipps gegeben. Also einer von euch hat zum Beispiel geschrieben, dass er die Mitte immer mit dem Aufsitzrasenmäher macht und die Ränder dann mit so einem Handmäher oder mit so einem Balkenmäher, den man dann so vor sich her schiebt. Ja, die Profis oder euch. Die wissen, wie es gemacht wird. Erschien mir aber auch sinnvoll. Jedenfalls sinnvoller als das hier. Wobei, hier geht es ja einigermaßen. Aber wenn hier so Blumen sind und so, ja, da macht man auch schon mal was kaputt. Und verärgert die Kunden damit. So. Machen wir hier weiter. Zack, einmal anheben. Zurück. Und ab geht der DP da. Vorne die Bank. Wer hat die da hingesetzt? Unmenschlich. Ja. Müssen wir
Ich muss mal die Kameraperspektive wechseln, dann können wir ein bisschen genauer arbeiten. Aber da sieht man auch so ein bisschen, was ich meine mit dem Spiel. Also in der Mitte, das ist nicht so ganz genau das Lenkrad. So. Okay. Jetzt läuft's. Bei der ersten Tour muss man sich ein bisschen konzentrieren. Ab der zweiten Selbstläufer, wie wir sagen, unter Garten- und Landschaftsbauern. Ein klassischer Selbstläufer. Oh. Also man kann ja sagen, was man will zu dem Spiel. Das ist natürlich ein relativ einfaches Spielkonzept, das gebe ich gern zu. Das stimmt auch alles. Und es ist auch nicht wahnsinnig viel Inhalt drin. Man kann wirklich nur Rasen mähen, wie es der Titel auch verspricht. Aber ich muss sagen, grafisch, vom UI her und auch so von den Sounds und dem Spielfeeling und so, ist das wirklich ein gutes Spiel. Ui, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nicht... Ah, das mag er nicht so gern. Der Achim hier, unser Rasenmäher. Das mag er nicht. Ja, also es ist wirklich kein schlechtes Spiel und es ist unglaublich befriedigend hier, diese Rasenflächen abzuarbeiten. Dass mich das so glücklich machen würde, hätte ich vor 10 Jahren auch nicht vermutet. Hat auch jemand von euch in die Kommentare geschrieben, ist das perfekte Spiel für einen gesetzten Mann. Man muss nicht mehr selbst arbeiten, aber hat so das Gefühl von Arbeit. So. 13% haben wir jetzt. Man muss sich natürlich später noch die Bäume da so ein bisschen frei machen. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt undankbarere Flächen. Also das, was ich zuletzt gemacht habe, der zweite Auftrag, der war ein bisschen nerviger. Da hatte man so Steine im Garten und so. Und dann auch viele Bäume, viele Blumen, scharfe Kanten. Das mag ich nicht. Das lasse ich immer den Praktikanten machen. So. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt hier noch ein bisschen beschäftigt. Wir machen das mal im Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich mal, wenn das ja so bei 80-90% ist. So, okay, wir haben jetzt fast 90%, das heißt, die letzten 10% machen wir jetzt nochmal schnell zusammen. Ihr seht, also jeder, der das professionell macht, der hat jetzt vermutlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Ansgar, was machst du da? Wie bearbeitest du den Rasen?
Mir erschien das sinnvoll. Vermutlich sollte man es so allerdings nicht machen in der Realität. Ist aber jetzt auch egal. Im Spiel geht es ja eigentlich nur darum, das möglichst sauber hier alles abzumähen. Und bis jetzt sieht es auch ganz gut aus. Vielleicht ist es das erste Mal, dass ich die 100% schaffe. Also ich glaube, beim letzten Auftrag waren es 99%, beim vorletzten Auftrag irgendwie 98% oder so. Also ja, ich dachte, man kann die gar nicht richtig abschließen. Aber es sieht aktuell so aus, als ob wir es hier mal schaffen würden. So, machen wir es da vorne noch und dann sind wir gleich durch. Sehr schön, hier muss ich auch nochmal umrunden. Ja, bloß nicht den Baum mitnehmen. Wie absurd dieses Spiel ist, das ist mir gerade wieder aufgefallen. Also ich meine, ich habe den Sound, oder man muss anders starten. Wenn man hier mal von außen sich die ganze Lage anschaut, dann sieht man, dass der Typ hier Kopfhörer auf hat. Um sich vor dem Sound, vor dem Lärm von diesem Rasenmäher zu schützen. So wie in der Realität auch. Und im Spiel erträgt man es einfach freiwillig. Das ist so herrlich. Also, ja. In vielerlei Hinsicht interessant oder besonders das Spiel. Aber ich lieb's. Da bin ich ein Simple Man. So, diese Steinbank hier. Ah, nee. Also, wenn ich hier nochmal herkommen soll, dann muss die weg. Und die Bäume bitte auch. Die stören mich hier beim Arbeiten. Einfach nur 30, 40, 50 Quadratmeter Rollrasen. Ohne was dazwischen. Das sind mir die liebsten Kunden. So, jetzt haben wir die letzten 4%. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Kriegen wir es noch hin oder nicht? Das hier nochmal. Aber also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir es echt, dass wir fast noch davor fertig sein werden. Jetzt haben wir noch gut 3%. Ja, jetzt haben wir 3%. Wir hier nochmal ein bisschen was mitnehmen. Zack. Ich habe auch das Gefühl, dass man nicht zu langsam fahren darf. Also man darf nicht so schleichen, dann wird das, glaube ich, nicht anerkannt. Aber wenn man so eine gewisse Geschwindigkeit hat, also hier sind es jetzt so 3 Meilen ungefähr pro Stunde. So ist das, glaube ich, angegeben. Hier wird auch alles in Pfund angegeben, nicht in Euro, weil es von einem englischen Entwickler kommt. Und wenn man so die 3 Meilen hat, dann ist das eigentlich ganz gut. Übrigens, das ist ein großer Vorteil von dem Lenkrad und den Pedalen, man darf das Gas nicht immer durchtreten. Weil wenn man das Gas immer durchtritt, dann haben wir, glaube ich, auch eben gesehen, dann ist das irgendwie, keine Ahnung, nicht gut für den Rasenmäher. Warum, weiß ich nicht, aber dann kriegt man hier so eine Warnmeldung angezeigt. Und mit dem Pedal oder auch mit dem Controller kann man das ganz gut dosieren. Mit der Tastatur halt kaum, ne? Also dann kann man halt ein bisschen weniger Gas geben für ein paar Sekunden, aber ich sag euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt es mit Gamepad oder mit Lenkrad. So, da gucken wir gleich nochmal vorbei. Wir machen erstmal die andere Seite noch fertig. Oh! Der Tank! Ich dachte, ich hätte noch Reserve. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir damit jetzt noch hinkommen. Aber ich meine, so könnte man es ja auf jeden Fall schon mal abschließen. Bin ich mal gespannt, wie lange jetzt noch läuft. Naja. Wir können den sicherlich hier irgendwie nachfüllen. Hoffe ich. Und wenn nicht, wäre halt wirklich blöd, ne? So, 99%, das sieht doch gut aus, hör mal. Dann gucken, dass wir hier bei den engen Kurvenfahrten nicht Beschädigungen in den Rasen reinmachen. Und so. Jetzt war hier noch irgendwie was, glaube ich, ne? Haben wir das jetzt schon mitgenommen? Ne, hier. Und jetzt stehen wir wieder bei 99,3%. Es sieht ganz danach aus, als ob es nicht mehr funktionieren würde, das auf 100% zu bringen. Naja. Gut, aber können wir trotzdem zufrieden sein mit der Leistung. Ah! Ach! Mäharbeiten beendet. Das ist ja herrlich. Tatsächlich. Da haben wir's. Perfekt. Da machen wir hoch das Ding. Und dann sollen wir jetzt rückwärts auf den Anhänger fahren. Das machen wir doch glatt. Ach, sehr modern hier, ne? Der Jefferson-Garten. Der bleibt mir gut in Erinnerung. Ach, und
Man kann es sich leisten, wie ich hier sehe, einen Gärtner zu bestellen. Wie fährt der rückwärts? So. Ich fahr mal vorwärts da drauf. Man kann kaum rückwärts mit dem Ding fahren. Warum, weiß ich nicht. Da stimmt irgendwas nicht mit der Lenkung. So. Ding Dong. Der Jefferson Garten, bekannt durch seinen exorbitant großen bronzenen Gartenzwerg. Gut, haben wir fein gemacht, denke ich. Hoffe ich. Dem Spiel scheint zu genügen. Und damit haben wir fast 500 Pfund eingenommen und haben jetzt einen Kontostand von 1427. So, jetzt gucken wir mal. Ah, so. Na bitte. Rang 4 ist jetzt sogar schon freigeschaltet. Das nehmen wir natürlich gerne an. Und jetzt gucken wir mal, ob wir uns hier, also wir können hier Werbung schalten, das machen wir jetzt erstmal noch nicht, wir haben ja noch gute Aufträge. Wir könnten unsere Firma bearbeiten, was mich allerdings interessiert ist, können wir ein Darlehen aufnehmen? Sieht ganz danach aus, ne? Okay, also wir könnten nur 2500 Pfund hier aufnehmen. Okay, das bringt uns natürlich herzlich wenig, weil... Um Mitarbeiter einzustellen, bräuchten wir mehr Stellplätze. Und dazu brauchen wir ein neues Headquarter, was mindestens 160.000 kostet. Und da sind 2500, glaube ich, ein Tropfen auf einen heißen Stein, ne? Können wir mal gucken, was das hier... Ja, das bringt alles jetzt nicht unglaublich viel Geld. Der hier vielleicht noch ein bisschen mehr. Naja, gut. Wie auch immer, wir schauen mal schnell noch... Haben wir hier... Wo haben wir denn hier unsere... Hier. Hier Wartung, Statistiken, Fahrzeug verkaufen, Fahrzeug in Zahlung geben. Können wir uns schon ein neues Fahrzeug kaufen? Vermutlich schon, ne? Da wäre das vielleicht schon mal ein ganz guter... Da könnten wir nämlich ein bisschen schneller die Aufträge abarbeiten. Sollen wir es machen? Ich glaube schon. Ich glaube, das machen wir. Fahrzeug in Zahlung geben und was wollen wir kaufen stattdessen? Wir kaufen uns den Tornado 6108. Wir haben aktuell den hier. Der hat eine Mähkammergröße von 98 cm. 98 cm, okay. Ich dachte, das wäre ein anderes Maß, in dem das angegeben wird, aber gut. Hier ist das alles ein bisschen größer. Es wird zur Seite ausgeworfen. Ja, wir nehmen das Ding mal. Annehmen, zack, und damit haben wir unseren nächsten Rasenmäher gekauft. Ja, und damit werde ich jetzt die nächsten Aufträge erstmal absolvieren. Wir können uns das mal schnell anschauen. Starten wir mal hier. Mitarbeiter Jochen, wir haben ja sonst keinen anderen, ist der einzige, aber auch der beste Mitarbeiter hier in unserem Unternehmen. Und was ist der Auftrag bei der Weide? Das Gras auf der Weide am Old Nook Cottage ist in die Höhe geschossen, als die Besitzer für eine Weile weg waren. Das hohe Gras bedeutet, dass du es entweder langsam mähen oder mehrmals mit verschiedenen Schnitthöhen drüber fahren musst. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Was soll schon passieren? Haben wir jetzt einen ganz frischen neuen Träger. Zack. Dann machen wir erstmal die Terrainprüfung. Oh, hier, da dachte ich schon, liegt was, aber... Da ist was. Was ist das denn? Achso, eine Dose. Hier auch nochmal. Hier steht einfach ein Trecker. Ist ja sehr idyllisch. Kann man nichts sagen. Nett gestaltet. Aber zum Mähen wieder eine Katastrophe. So, hier ist noch Zeitung. Haben wir hier in der Ecke auch noch irgendwas? Scheint ja hier tatsächlich für Kühe oder Schafe oder irgendwie sowas tatsächlich eine Weide zu sein. Mit Futtertrog und einem Wassertrog. Wo ist das fünfte Objekt? Ist hier noch was? Ich sehe hier nichts. Hallo? Ah, hier. Gut, dann können wir
anfangen mit dem neuen Aufsitzrasenmäher. Na, zack. Ah, das ist schon ein angenehmerer Sound hier. Die sind auch alle offiziell lizenziert. Ja klar, wie sich das gehört für einen Rasenmäher-Simulator. Und was wollen die für eine 7 bis 8 cm? Okay, machen wir mal 8. Jetzt wird es einfach zur Seite ausgeworfen. Ah, der steuert sich ja viel besser. Oh Leute, das ist ein Traum. Oh, das ist ein Traum. Ich hatte gerade ein bisschen Zweifel, ob das wirklich so sinnvoll war, direkt Geld auszugeben. Aber ich sag's euch, das ist ein echter Traum, dieser Rasenmäher. Der steuert sich ganz anders. Der andere hat so eine Knicklenkung gehabt. Ich weiß nicht, ob das der richtige ganz aufgeregt hier. Der richtige Ausdruck, wollte ich sagen, ist. Aber ich glaube, das war so eine Art Knicklenkung. Und dadurch war der ein bisschen nervig zu steuern. Aber der hier, oh, das ist ein Traum. Hör mal. Okay, also, gleich kommen hier die Tränen hier. So, da kann man sich das auch schön mal von außen anschauen. Komm, machen wir den Auftrag auch schnell noch im Zeitraffer. Gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. So, 95%, das heißt, das Ende ist nah. Die Leute sagen immer, Rasenmähen, das kann ja jeder. Aber das ist eine hohe Kunst, wie ich feststellen musste. Also gerade bei den hohen Gräsern hier, das ist ein ganz feines Spiel aus Gas und Bremse, das man hier beherrschen muss. Also es ist tatsächlich öfters mal passiert, ihr habt es im Zeitraffer gesehen, dass der Motor kurz ausgefallen ist. Wurde ja auch schon angekündigt, dass man langsam fahren muss, aber dass man so langsam fahren muss, das war mir nicht bewusst. Naja, jetzt sind 86,8%. Wir haben ein paar Schönheitsfehler hier drin, also perfekt ist es nicht. Den Schönheitswettbewerb, den internationalen Gartenschönheitswettbewerb oder den internationalen Rasenmäher-Schönheitswettbewerb, den werden wir damit wohl nicht gewinnen, aber vielleicht reicht es zumindest noch für eine Teilnahmeurkunde. So, machen wir hier auch nochmal ein bisschen was weg. Zack. Ich weiß auch gar nicht, wohin. Also, wenn man. Hier wird es ja zur Seite ausgeworfen. Das ganze gemähte Gras. Wir haben ja also keinen Auffangbehälter oder keinen Beutel, sondern es wird direkt zur Seite ausgeworfen. Wirft man das auf das noch zu mähende Stück oder das bereits gemähte Stück aus? Wie macht das der Experte? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe es jetzt mal so gemacht. Ich glaube, meistens habe ich es hier direkt reingeschmissen. Aber vermutlich ist das nicht korrekt. So. Und jetzt die letzten 2%. 99.
99,1. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt noch die letzten Prozent hinbekommen. Hier steht noch ein bisschen was. Das können wir noch mitnehmen. Muss ich vermutlich andersrum dran fahren. Oh, da, hör mal, da sind ja auch noch ganze Wälder stehen da noch. So. 99,2. Aber ob wir noch auf die 100 kommen, ich weiß es nicht. Das ist die eigentliche Spannung hier bei dem Spiel. Erreicht, ist es irgendwie möglich, diese 100% zu erreichen? Nur mal gucken, wo jetzt hier noch was liegt. Was noch was zu mähen ist. Also ich glaube, viel ist hier nicht mehr. Hier ist noch ein bisschen was. Da vorne ist auch noch ein bisschen was. Das können wir auch noch mitnehmen. Problemlos. Fahren wir hier nochmal rum. Zack. Machen wir den Cruiser mal. Aber ich glaube, auf die 100% kommen wir tatsächlich nicht mehr. Schade, schade, schade. Fahre ich nochmal schnell hier die ganze Umgebung ab, um ein letztes Mal zu gucken. Aber ich glaube, das war es soweit. Mehr können wir hier nicht runterholen. Naja, aber das ist ja schon eine ganze Menge. Ah, hier. So, aha, das war er nämlich, der Feinschliff. Der muss noch schnell gemacht werden. So, dann schnell aus das Ding. Und da sehen wir die gemähte Weide. Warum man jetzt die Weide genau mäht, weiß ich nicht. Wäre eigentlich ganz schön für die Pferde oder für die Kühe oder für die Schafe oder die Ziegen oder was auch immer hier drauf ist, wenn die noch frisches Gras hätten. Aber gut, wir haben es so gemacht, wie es der Besitzer haben wollte, und bestätigen das Ganze. Und dann schauen wir mal, was wir damit verdient haben. Ich glaube, 600 waren aus 650, 715 sogar. So, jetzt langsam, so, buchen Sie mich. Langsam können wir hier auch an die hochqualitativen Aufträge kommen. Da sehen wir nämlich jetzt hier schon. Naja, gut, jetzt geht es wieder ein bisschen zurück, was die Preise angeht. Ich würde sagen, ich werde bis zur nächsten Folge einfach mal ein bisschen weiterspielen, um ein bisschen Geld zu verdienen, ein paar XP zu verdienen, und dann können wir uns in der nächsten Folge entweder schon größere Kredite leisten, beziehungsweise holen, oder neue Fahrzeuge kaufen oder sogar beides. Müssen wir alles mal gucken. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen weiterspielen, vielleicht auch im Livestream auf Twitch, muss ich mal gucken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war's soweit von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich gehe mir jetzt Popcorn holen, um dann eure Kommentare zu lesen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.